Die nächste Folge von Pauls Doppelblock. Heute mit Maren und Christian Fromm. Wie ihr seht, wir stehen direkt vorm Brandenburger Tor und wir werden heute ein wenig zusammen die Stadt erkunden. Also wo wohnt diese Familie Fromm? 8. Stockwerk, irgendwo in Berlin. Absolutes Höhentraining hier. So, wir klingeln und schauen, ob die beiden da sind. Der Paul ist da. So, ihr Lieben, vielen Dank, dass ich euch in euren eigenen vier Wänden besuchen darf. Wie immer habe ich natürlich ein paar Fragen mitgebracht. Und vielleicht fangen wir mal ganz, ganz vorne in der Geschichte an. Irgendwann habt ihr beiden euch ja mal kennengelernt. Höchstwahrscheinlich. Wie lang ist das denn her und wo war das? Also richtig kennengelernt haben wir uns vor 3 Jahren in Baku. Dort haben wir dann Zeit gefunden, wirklich miteinander zu reden, Zeit zu verbringen und dann hat es gefunkt, würde ich sagen. Ne? Wie viele Tage im Jahr seid ihr ungefähr hier? Ich denke, es wird nicht mehr als ein Monat sein im Moment. Also es sind immer einzelne Tage, die zwischen Nationalmannschaft und Club liegen. Seid ihr immer zusammen dann da oder teilweise auch selten? Selten zusammen. Wie sieht es denn aus mit so einem generellen Kinderplan? Auf ganz lange Sicht, also ist von uns beiden der Kinderwunsch auf jeden Fall da. Ja, Beziehung oder auch Ehe genannt. Am 24.06.2017 war es soweit. Der vermeintlich schönste Tag in eurem Leben? Definitiv. Ja, absolut. Bedeutung. Also hat sich gelohnt, ja. Wir haben es noch nicht bereut. Sehr gut. Wir würden euch bitten, uns vielleicht mal ein Foto zu zeigen. Habt ihr sowas hier? Ja. Ah ja, mit den Eheringen. Wie macht ihr das eigentlich beim Volleyball? Immer abziehen? Ja, ich denke, es ist halt ungeschickt, wenn man einen draufkriegt und der Finger direkt anschwillt, dann muss man den Ring halt aufschneiden und das fände ich ein bisschen schade. Wie sieht es denn aus mit den Plänen für die Karriere nach der Karriere? Für mich definitiv komplizierter. Ich hoffe einfach, dass ich noch ein paar Jahre spielen kann, um dann zwischendurch vielleicht auf die richtige Idee zu kommen. Willst du im Sport bleiben auf jeden Fall? Also ich kann mir nicht vorstellen, Trainer zu werden, aber ich glaube, das ist diese Reiserei. Irgendwann, glaube ich, ist der Moment, wo man doch lieber mehr zu Hause sein möchte und vielleicht einfach nur das normale Arbeitsleben unter der Woche haben möchte. Zur Not wirst du einfach Lehrer. Ja, du hast, wie sieht's bei dir aus? Du hast angesprochen, es gibt verschiedene Lebenswege. Ich habe mich dazu entschlossen, erst ein zweites Standbein aufzubauen, habe mein erstes Staatsexamen im Grundschullehramt. Mhm. Und ja, da der Bedarf gerade so hoch ist in ganz Deutschland, sehe ich dem eigentlich auch relativ gelassen entgegen, dass ich die Möglichkeit habe, dann trotz so einer langen Pause einzusteigen. Bin sehr gespannt, was die nächsten Jahre bringen. Bedanke mich erstmal ganz herzlich für das kurze Gespräch und wir haben jetzt gleich noch eine, ja, vielleicht sogar etwas heikle Kurzfragerunde vor uns. Da wir dieses Mal gleich 2 Eheleute hier vor der Linse haben, haben wir uns gedacht, das gibt keine normale Schnellfragerunde, sondern wir spielen das gute alte Ja-Nein-Spiel. Wir legen los. Maren hat den besseren Aufschlag. Okay. Christian ist der ordentlichere von uns beiden. Maren ist die größere Naschkatze. Bei uns beiden weiß Liebe auf den ersten Blick. Okay. Maren spricht, versteht besser Türkisch. Christian hat in unserer Beziehung die Hosen an. Maren macht mehr im Haushalt. Ja, okay. Mein größter Erfolg war EM Silber. Christian hat in Baku den ersten Schritt gemacht. Maren ist die Sportlichere. Maren ist sturer. Christian fährt besser Auto. Maren hat mehr Paar Schuhe.
Christian braucht länger im Bad. Ich mag den anderen sehr gerne. Mit so einem versöhnlichen Ende können wir jetzt rausgehen. Das Wetter sieht gut aus. Wir haben noch eine Kleinigkeit vorbereitet und sehen uns gleich wieder. Königswetter in unserer wunderschönen Hauptstadt Berlin. Wir machen ein kleines Picknick. Christian, ihr habt historisch EM Silber gewonnen letztes Jahr. Du hast auch schon eine Bronzemedaille von der WM im Gepäck. Hat sich deiner Meinung nach durch die Medaillen irgendwas in der Wahrnehmung bezüglich des Volleyballsports in Deutschland verändert? Na, ich würde sagen, danach war der Hype ziemlich groß. Allerdings, glaube ich, müssen wir ständig nachlegen. Ne? Das reicht nicht. Wenn du deine Erfolge mit dem Erfolg von den Männern letztes Jahr vergleichst, wie fällt dein Resümee aus? Ja, also es war natürlich für uns phänomenal, im eigenen Land Silber zu holen. Da war, muss man auch eingestehen, Russland deutlich stärker als wir, da war nicht mehr drin. Aber vor so einer Kulisse nimmt man das nochmal anders wahr. Diese Kulisse ist natürlich in Polen auch enorm da. Und sie hatten das Glück, dass sie nicht gegen Polen spielen mussten. Von daher war das schon ein schönes Erlebnis. Ich glaube, dass sie ungefähr gleich wirkt. Wir gehen mal ein bisschen in eure persönliche Vereinsgeschichte. Ihr wart beide in der Türkei unterwegs. Akaspor Izmir kann ich noch aussprechen, deinen Club allerdings nicht. Kannst du mir gerade mal helfen? Çanakkale ist der Verein. Çanakkale. Mhm. Okay. Ja, Türkei, wie war's? Türkei-Konflikt, ja gerade in der politischen Debatte immer ein ganz großes Thema. Habt ihr davon was mitbekommen? Ich Gott sei Dank nicht. Oder ich denke, ich kann für uns sprechen, dass da das relativ ruhig war, wo wir gelebt haben. Gerade Izmir mit 4 Millionen Einwohnern, der hätte schon Potenzial gehabt, aber da war alles ruhig und die Leute waren nett aufgeschlossen. Das war schon okay. Wir wollen natürlich auch wissen, wie es weitergeht mit euch beiden. Heißt, bleibt ihr in der Türkei oder gibt es schon vielleicht neue Meldungen, die wir hier bei Pauls Doppelblock direkt vermelden können? Ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich nächste Saison nicht in der Türkei spielen werde und würde eher mit Italien oder Polen liebäugeln. Ja, es war für mich persönlich eine sehr negative Saison. Wir sind auch abgestiegen. Von daher würde ich auch nicht in die Türkei zurück wollen. Ihr wart jetzt beide ein paar Jahre im Ausland. Vielleicht könnt ihr mir eure skurrilste Erfahrung mitteilen. Was mich geschockt hat, war dieses Jahr, wir hatten sehr viel Verletzungspech im Beginn der Saison. Und dann mussten wir uns versammeln vor einem Iman heißen die, glaube ich, im Islam. Und es wurde ein Schaf geschlachtet live. Und wir mussten Blut an die Stirn voll tippen. Die Schocktherapie. Hat's gewirkt? Nein. Ich danke euch ganz herzlich für die kurze Runde. Wir gehen jetzt zur Challenge. Wie immer bei Paul Doppelblock, das Beste kommt zum Schluss. Fast waschechte Berliner in der Döner-Challenge gegen mich. Wir sind gespannt. Für euch einmal hier die Schürzen. Dankeschön. Und wir legen los und ich werde den besten Döner bauen. Okay, Döner-Challenge bei Pauls Doppelblock. Ich bin verdammt aufgeregt, weil ich wollte schon immer mal selber einen Döner bauen. Und heute darf ich einfach loslegen. Knuspriges Brot. Frag dich, wie viel Fleisch man für so einen Döner braucht. Oh, ich habe das Brot vergessen. So, ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Das ist perfekt. Aufmachen. Knoblauch und auch noch ein bisschen scharf. Soll ja schön würzig sein. Das war ganz schön viel Fleisch, was ich abgemacht habe. So, Zwiebeln. Rotkraut kommt auch mal mit drauf. So, ein wenig grünen Salat. Jumbo-Döner, ein wenig Fleisch. Fertig wäre mein perfekter Döner. Sieht zumindest lecker aus. Da Paul ja die letzten Challenges alle gewonnen hat, wollen wir jetzt mal dagegen anarbeiten und uns den Sieg holen. Eine kolossale Maschine mit dem Gerät ganz sanft am Dönerfleisch schneiden. Bei uns ist mehr Liebe im Spiel, stimmt's? Auf jeden Fall. Also das, was du da schneidest, sieht eher aus wie so gerupfte Fleischreste. Nicht so viel, ne? Ausgewogene Mischung. Ja, das ist aber auch eine Pampe, die ihr da macht. Alles durcheinander. Salz. Mit Liebe wurde das jetzt verziert. Ich traue mich ja gar nicht, meinen Döner jetzt neben euren zu legen. Also wenn es ums Döner schneiden, Paul hat besser geschneidert. Aber wenn ums gemacht, Mara und Christian war mit Liebe gemacht. Und dann auch sieht besser aus. Ja. Aus Paul, das Auge ist nicht. Wenn ich das sagen muss. Man muss einfach auch mal verlieren können. Ihr beiden habt das super gemacht. Sind ja alle Sportler, das sieht einfach besser aus.
lasst euch schmecken. Ich greife wieder an. Das war Pauls Doppelblock aus Berlin mit einem wirklich unglaublich sympathischen Ehepaar Fromm. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal. Ciao.